So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn es gibt wieder Adi und der Adventskalender. Das heißt, wir fangen natürlich wieder an mit dem Türchen für Adi. Dafür greifen wir hier hinter. Und gestern habe ich was gesehen, da bin ich ins Bad gekommen. Da lag hier einfach wieder ein Tütchen von dem Kalender, mitten da. Eigentlich müsste ja schon also eins zu wenig sein, weil er schon eins gefressen hat am Anfang, bevor das alles losging. Jetzt lag gestern wieder ein Tütchen da. Ich habe keine Ahnung, wo er das rausgenommen hat. Es müssten also fast schon zwei Türchen sein, wo nichts drin ist. Heute geht es weiter mit der Nummer 11. Die Nummer 11 ist hier oben. Sehen Sie die Nummer 11? Wollen Sie die Nummer 11 öffnen? Dann bewegen Sie sich nicht. Gut, das ist ein eindeutiges Zeichen. Das heißt, wir machen die Nummer 11 auf. Wir reißen auch wieder die Tür ab, damit wir genau wissen, da waren wir schon. Und haben hier ein helles Tütchen. Das ist so richtig gelb, wenn man hier guckt. Das soll die 16 sein. Die 16 ist irgendwie dunkel und die 11 ist hell. Sieht man den Unterschied? Jetzt muss ich das aber wieder hier reintun und die 16 wieder darüber, dass das so aussieht, als wäre das noch zu. Schmeißen wir uns da hin. Also du bist ja heute richtig brav. Hä? Was sagst du dazu? Da kommen wieder die Krallen raus. Adi! So, einmal hier bitte schön. Einmal für den Herrn. Müssen wir wieder dein Stöpsel reinmachen, damit das nicht runterfällt. Ja, einmal so. Einmal für den Adi und einmal jetzt für den Herren, ne, gibt es das beste Bier der Welt. Ich habe es im Urin, dass heute der Jackpot kommt bei der Nummer 11. Die Nummer 11 ist hier neben dem Mistelzweig. Prozent Doldenhopfen. Naja, gut. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wir gucken uns also mal. Wir gucken uns mal den Stöpfel an. 100% Doldenhopfen. Das sieht wieder sehr naturverbunden aus. Grüße an Natururin. Schau dir den mal an. Und dann ist es ein Autenrieder Zwickel. Autenrieder Zwickel. Das ist ja ähnlich wie bei dem letzten, oder? Ihr habt oben diese dunkle Farbe mit der hellen Schrift drin. Und dann habt ihr hier aber diesmal das helle Etikett mit der dunklen Schrift drin. Die haben das also genau getauscht. Ist wahrscheinlich in Mode, dass man das jetzt immer so macht. Das Ganze hat 5,0% naturtrübes Kellerbier aus deiner Heimat, für deine Heimat, aus den besten heimischen Gerstenmalzen, 100% Doldenhopfen. Aus der Hallertau, gebraut mit Liebe, Leidenschaft und viel Zeit. Naja, da möchte ich mal gespannt sein, ob das sich jetzt lohnt und ob die da jetzt Geschmack auch mit reingebracht haben. Es ist eigentlich ein schönes Etikett. Ihr seht hier auch diesen Hopfen. Der ist hier hinten ganz leicht so zu erkennen. Im Hintergrund mit Grau reingearbeitet. Ja, ich weiß nicht, auf der Kamera sieht man das wahrscheinlich nicht. Ihr habt hier ein kleines Wappen. Autenrieder Zwickel. Naturtrübes Kellerbier. Also ist schlicht, ne? Sieht nicht so übertrieben aus. Ist aber nicht das Hässlichste. Ich würde hier trotzdem vielleicht einfach durchschnittlich die 3 geben. Würde sagen, das ist okay. Naturtrübes Kellerbier sagt mir jetzt schon, dass mir die Farbe wieder nicht passt. Nein! Warum warten wir eigentlich, bis es rausrutscht? Wir müssen eigentlich direkt einschenken. Das ist das erste Mal, dass da wieder Kohlensäure dabei ist. Die letzten Biere waren ja irgendwie, da hat es irgendwie vergessen, die Kohlensäure mit reinzutun. Das ist aber hell. Oh mein Gott. Kellerbier dachte ich wirklich, das ist so dunkel Bernsteinfarben und knall dann rein, aber ist irgendwie trüb. Aber ich glaube, das vereint wieder genau die zwei Sachen, die ich gar nicht mag. Nämlich eine Trübheit und dafür hell, dass das so richtig ausgewaschen aussieht. Also, es perlt wie Sau.
Es ist nicht glasklar. Es sieht wirklich wieder so aus, als wäre da irgendwas reingefallen, hätte sich abgesetzt und ja, trübt das halt jetzt auf unnatürliche Art und Weise. Gleichzeitig wirkt die Farbe halt nicht präsent und nicht kräftig. Das könnte, wenn das Glas klar ist, ein ganz kleines bisschen dunkler, wieder eine Topfarbe sein, richtig köstlich. So, okay, sieht es im ersten Moment aus wie ein normales Bier, aber bei näherer Betrachtung sieht es halt wirklich sehr verwaschen aus. Da schwimmt das Zeug drin rum. Reicht nicht für eine 3, ist für mich nicht der Durchschnitt, ist für mich jetzt eine... Wir nehmen mal eine 2, wir sind mal großzügig. Wir nehmen eine 2, weil der Schaum mich so freundlich angelacht hat beim Öffnen. Kommen wir zum Geruch. Riecht auf jeden Fall süßlich. Aber es fehlt mir eine Biernote. Ja, das habe ich einmal gehabt, dass es irgendwie sehr angenehm gerochen hat und trotzdem irgendwie eine Biernote dabei war. Aber für diesen tollen, süßlichen Geruch, der wirklich sehr annehmbar ist, würde ich eine 4 geben. 4 bei Geruch, 2 bei Farbe, 3 bei Etikett. Es fehlt natürlich noch der Geschmack. Moment. Einen kleinen. Schmeckt auch wieder irgendwie wie ein Lightbier. Keine Ahnung. Egal, was da drin ist, fast jedes Bier, was die, weil die das selber brauen, schmeckt immer so leicht, so light, so total unauffällig beim Trinken, aber dann beim Absetzen, da brennt dir dann die Fresse, ja. Das kann ich immer nicht nachvollziehen. Ist mir trotzdem irgendwie auch zu bitter. Nicht ganz so extrem bitter, wieder ein bisschen seifig. Ich glaube, ich würde hier auch 2 Punkte geben, 2 Punkte für Geschmack. Überzeugt mich auch wieder nicht, also ich... irgendwie bin ich von gar nichts überzeugt. Ich glaube, das liegt wirklich an mir. Ihr könnt mir da hinstellen, was ihr wollt. Egal, die Punkte sind vergeben. Das war das 11. Türchen oder was auch immer. Ich blick nämlich schon gar nicht mehr durch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ne? Na, der kriegt jetzt noch was Richtiges zu fräsen und dann geht's schon wieder ab in den Stream. Oh mein Gott. Ihr seht das am Samstag, früh um 6 und da geht's auch um 9 in den Stream. Also das passt eigentlich. Prost. Der tut richtig weh. Aber nee, 2, komm.